Autos, Immobilien und Beteiligungen. Das sind die Geschäftsfelder der Unterberger Gruppe. Und bei mir zu Gast im Studio ist heute der geschäftsführende Gesellschafter Gerald Unterberger. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herr Unterberger, in Zeiten von Corona und dem zweiten Lockdown, wie geht es denn aktuell der Autobranche und auch Ihrem Unternehmen selbst? Naja, das heurige Jahr war schon ein, oder ist es immer noch ein sehr turbulentes Jahr. Gerade in der Lockdown-Phase war es auch für uns extrem schwierig und wirklich sehr herausfordernd für unsere Mitarbeiter, natürlich auch für die Kunden, auch für uns. Man hat einmal nicht gewusst, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das Ganze. Es waren ja doch schlimme Szenarien, die im Raum gestanden sind. Man muss aber dann sagen, dass sich eigentlich dann so zunehmend Richtung Sommer die Situation sehr entspannt hat. Man hat auch gemerkt, die Leute gehen ein bisschen besser um mit der Situation und sind auch dann vermehrt wieder gekommen. Wir haben auch Auto verkauft und eigentlich war der Sommer ähnlich wie im Tourismus gar nicht so schlecht. Also wir haben eigentlich dann fast auf das Vorjahr anschließen können, jetzt einmal zumindest in dem Sommerzeitraum. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger wieder, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die Situation entwickelt. Aber bis jetzt war es eigentlich nicht so schlecht. Wir haben es ein bisschen unterschiedlich in den Standorten, ein bisschen inhomogen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man für das, wie es einmal ausgeschaut hat, am Jahresanfang oder im Frühjahr, sind wir gar nicht so unzufrieden. Inwiefern sind denn Sie jetzt auch von Personalausfällen oder Kurzarbeit betroffen? Ja, also momentan Kurzarbeit. Wir sind zum Glück aktuell aus der Kurzarbeit nicht ausgestiegen, aber klarerweise hat es auch uns getroffen. Also wir sind an dem besagten Montag, in dem Lockdown-Montag, haben wir mal gesagt, okay, was machen wir? Und eigentlich am Sonntag schon, wo das verkündet worden ist, dann haben wir mal gesagt, okay, wir müssen mal Überstunden Urlaub abbauen. Haben aber dann auch quasi in die Kurzarbeit gewechselt, haben das eine Zeit lang unterschiedlich nach Standorten, je nachdem, wie die Frequenz war, sind wir dann nach und nach rausgegangen. Zum Glück, wir haben nicht einen Mitarbeiter irgendwie entlassen müssen, sondern wir haben im Prinzip das so durchziehen können und haben kein Personal abbauen müssen. Wie aktiv sind denn jetzt die Tiroler beim Kaufen oder Verkaufen ihres Autos 2020? Oder hat man so ein bisschen das Gefühl, es stehen andere Dinge an erster Stelle? Nein, also ich glaube schon, dass die Leute, glaube ich, irgendwie sagen, jetzt erst recht, jetzt kaufe ich mir was, ich leiste mir was. Und also die Erfahrung haben wir schon gemacht, dass die Leute in die Schauräume gekommen sind und auch Autos gekauft haben. Also, und jetzt möchte ich auch nicht nur sagen, günstige Autos, sondern wir haben wirklich von günstig bis sehr exklusive Fahrzeuge alles verkauft. Also die Tiroler sind schon sehr kauffreudig gewesen jetzt im Sommer. Wahrscheinlich informieren Sie sich dann auch über Elektro- oder Hybridautos. Da gibt es ja spezielle staatliche Förderungen. Wie sehen denn die aus? Ja, aktuell ist es so, dass natürlich das Förderprogramm, das die Bundesregierung da ins Leben gerufen hat, so gut ist eigentlich wie noch nie, speziell bei vollelektrischen Fahrzeugen, auch bei Plug-in-Hybrid. Da gibt es ein paar Parameter, die man zwar einhalten muss, aber grundsätzlich gibt es bis zu 5.000 Euro Förderung und aktuell bis Februar, wenn man das einreicht, zusätzlich nochmal 14% an Bauförderung. Also so ein Förderprogramm hat es eigentlich für Fahrzeuge in der Form noch nie gegeben. Also wenn, das merkt man auch, dass viele Unternehmen und auch Private jetzt sagen, jetzt ziehe ich mein Auto, kaufe ein bisschen vor und kaufe mir jetzt ein Fahrzeug. Was halten Sie von diesen Förderungen? Ist das eine gute Idee, um die Menschen vielleicht hinzulenken zu umweltschonenden Fahrzeugen? Ich denke, grundsätzlich ist es schon begrüßenswert. Man sieht auch, dass man da mit so Förderprogrammen auch den Kunden, das Produkt, das der Kunde auswählt, steuern kann. Und momentan merkt man schon den Run einfach auch auf Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sehr, sehr stark und aber auch auf Elektrofahrzeuge logischerweise. Das merkt man schon, dass die Leute da jetzt hintendieren einmal und einfach diese Förderungen mitnehmen. Was denken Sie, welche Antriebsformen werden sich in der Zukunft durchsetzen? Werden das diese Elektro- und Hybridautos sein? Werden wir 2050 mit diesen Autos herumfahren? Ja, das ist eine sehr gute Frage auch. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ja auch wir intern sehr viel, aber natürlich auch die Hersteller. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Und das ist auch ein bisschen das Dilemma, das alle Hersteller haben, weil sie halt momentan in allen Technologien investieren müssen. Das heißt, die meisten investieren nach wie vor in den klassischen Verbrennungsmotor. Dann gibt es aber natürlich jetzt den vollelektrischen, dann Plug-in-Hybrid. Wasserstoff ist ein Thema. Das heißt, es gibt viele neue Technologien, wo sie einfach
keiner kann sagen, wo geht die Reise hin. Also ob es die Elektromobilität dann per se sein wird, würde ich jetzt fast einmal bezweifeln, jetzt in der Endfassung hätte ich jetzt mal gesagt, sondern es wird ein Zusatzangebot sein, das der Kunde auch wahrnimmt, je nach Kundenprofil, wie nutzt er sein Fahrzeug. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe immer noch die Angst irgendwo mit der Reichweite, dass das immer noch Thema ist. Die Autos werden zwar immer besser in der Reichweite, aber ob es dann all along das Thema wird, das kann wirklich noch keiner sagen. Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Inwiefern ist ein Bundesland wie Tirol auch vorbereitet für Elektroautos? Gibt es da zum Beispiel genügend Aufladestationen? Ja, das ist schon so, dass das Angebot immer mehr wird. Das heißt, gerade öffentliche Institutionen investieren da, aber auch Unternehmen, die einfach gerade bei neu errichteten Gebäuden, ist es eigentlich mittlerweile schon Standard, dass Firmen, Unternehmen Ladeeinrichtungen für ihre Kunden, für Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Und das merkt man schon, dass das mehr wird. Also das ist sicher eine sehr gute Entwicklung. Und ich glaube, generell kann man auch sagen, dass die stellen wir schon fest, auch wir agieren ja doch, sage ich mal, für Westösterreich, wir kriegen auch mit, was im Osten so passiert, dass eigentlich der Tiroler sehr auf innovative Produkte reflektiert. Und immer, wenn es was Neues gibt, was interessant ist, dann ist es immer so, das Ost-West-Gefälle ist hochinteressant, dass eigentlich so der Tiroler sehr auf innovative, neue Produkte reflektiert. Wesentlich mehr wie im Osten. Mehr werden jetzt auch sogenannte virtuelle Schauräume, speziell jetzt in der Corona-Zeit, hat man das gesehen. Das heißt, da kann man sich ganz gemütlich von zu Hause aus auf der Couch die neuesten Automodelle ansehen, sowohl von außen als auch von innen. Glauben Sie, hat das Potenzial für die Zukunft oder wohin geht die Reise für die Autohäuser? Naja, der virtuelle Schauraum, klar, das ist ein Angebot auch, das die Hersteller nutzen und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir merken es ja selber, dass der Kunde viel informierter zu uns in den Schauraum kommt. Das heißt, der informiert sich primär über das Internet. Aber was wir schon feststellen, dass der Kunde aus dem Premium-Bereich, der will in den Schauraum nach wie vor und das stellen wir schon fest. Es gibt auch mittlerweile Studien wieder dazu, dass die Leute einfach wieder auch vermehrt sogar in die Schauräume kommen. Die wollen das Kauferlebnis haben, wenn man halt sein Auto um irgendwo 50.000, 60.000 Euro kauft, dann will man das irgendwie angreifen, fühlen, will irgendwo auch beraten werden mit dem Verkäufer irgendwie. Es ist doch eine sehr persönliche Sache, weil es ja doch eine sehr hohe Investition ist. Autokauf ist immer doch mit Geld verbunden, nicht wenig Geld. Und das merkt man einfach, dass die Kunden schon gerne herkommen, sich die Auto anschauen, einfach im Schauraum durchflanieren und einfach so das Kauferlebnis auch haben möchten. Und das ist zum Glück so und ich hoffe, das bleibt auch so. Hoffen wir, dass das so bleibt. Sie sagen es. Herr Unterberger, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung.